Bruder, ich brauche deinen Rat. Ich habe ein Problem. Du weißt mittlerweile, meine Mutter ist eine etwas ältere Frau. Und du weißt aber auch, sie ist jetzt mittlerweile seit einigen Monaten krank. Und ich habe mir wirklich überlegt, sie einfach ins Altersheim abzuschieben, weil ich habe keine Kraft mehr, Bruder. Ich kann nicht mehr großartig was machen. Ich habe keine Kraft mehr auf meine Mutter. Das geht wirklich nicht. Du hast mein Herz gebrochen. Eine Frage. Deine Mutter ist seit einiger Zeit krank. Möge Allah sie heilen. Amin. Mittlerweile bist du 20. Und die Jahre davor lief alles gut. Aber weißt du, was ein Gelehrter mal sinngemäß gesagt hat? Weißt du, dieser Atemzug, ich sag nicht die 9 Monate. Ich sag nicht danach. Ich sag nicht, ich bin bis morgens wach, weil es meinem Sohn schlecht geht. Ich sag nicht, dass ich meinen Sohn immer ins Krankenhaus mitnehme, dass ich ihn ernähre und so weiter. Ich sag nicht diese Zeit. Ich sag, wie gesagt, auch nicht die 9 Monate. Ich sage, was der Gelehrte sinngemäß gesagt hat, und zwar dieser eine einzige Atemzug. Ein einziger Atemzug, den deine Mutter bei ihrer Entbindung für dich gebraucht hat, den kannst du ihr nie wieder rechtfertigen. Niemals. Wie also bitte die 9 Monate? Wie also bitte die ganzen Jahre danach? Wie also bitte, dass deine Mutter dir das Leben geschenkt hat? Deine Mutter, die immer um dich geweint hat. Und deine Mutter, die selbst wenn du 40 bist, immer noch um dich weinen wird. Weil sie dich liebt. Du hast absolut recht. Möge Allah mir verzeihen. Amin. Ich werde jetzt sofort zu meiner Mutter gehen und mich bei ihr entschuldigen. Und ich werde ihre Stirn küssen und ihre Hand küssen.